Aber ich glaube, auch 15 Tore wird er nicht mehr schießen. Ja, jetzt hat es auch bei mir hier angefangen. Mit circa 40 Sekunden Verspätung. Und da war auch schon die erste Chance für Virtuo. Gut gehalten vom Kralupe Torwart. Vom tschechischen Torwart. War der Ball auch kurzzeitig nochmal frei, weil er ihn nur mit dem Bein gehalten hat, aber hat schnell nachgepasst. Und da war gleich die nächste Möglichkeit, diesmal für die Nummer 9 von Virtuo. Auch hier war wieder der Torwart von Kralupe die letzte Station. Ja, bei mir gab es auch ein Tor. 1:0 für die Schakale gegen Aarau. Und jetzt war wieder eine bewährte Taktik. Man stellt sich vor den Torwart und versucht ihm so die Sicht zu nehmen. Es ging wieder um einen Freischlag in direkter Tornähe. Aber der Freischlag ging dann über das Tor von Virtuo. Also die hatten den Freischlag. Gerade eine schöne Direktannahme. Leider ist man da ein bisschen abgerutscht, beziehungsweise ist der Ball ein bisschen drüber gerutscht. Deswegen kam dabei kein harter Schuss bei raus, sondern eher ein so von Kümmel so beliebtes Cola-Bällchen. Da habe ich dir was beigebracht, ne? Jetzt Eischlag für den USV TU Dresden, direkt von der Torraumgrenze. Aber auch diesmal war dieser nicht erfolgreich. Habe ich Dresden gesagt? Ich wollte Kralupe sagen. War ich irgendwie abgelenkt gerade, es tut mir leid. Also ich meine natürlich Kralupe. Die in gelben Trikots sind aus Kralupe, aus der Tschechischen Republik. Wow. Na, wurden nicht abgepfiffen? Hat ein Spieler von Kralupe gerade, während er den Ball führte, einen Spieler von Virtuo mehr oder minder umgerempelt. Ist wohl als europäische Härte durchgegangen. Und jetzt baut Kralupe neu auf. Die Nummer 22 mit dem Ball und ein Alleingangsversuch, ein Schuss
direkt. Ah, jetzt geht es hier gerade richtig ab. Ein Torwart förmlich zum nächsten geworfen. Der Ball war nur noch ein Spieler versucht dran, gerade auf Seiten der Polen. Und dann gleich selbe Taktik von den Tschechen, aber da verpufft der Angriff etwas im Mittelfeld. Kümmel? Ja, was gibt's denn, Hannes? Oh, ich wollte noch mal hören, ob du noch da bist. Ich hab dich lange nicht gehört. Ja, ich ruhe in mir selbst. Du ruhst in dir selbst. Nee, schlafen wird hier nicht. Oh, schönes Tor gerade für Viazzovo. Sehr schön herausgespielt auch. Da stand der Spieler mit der Nummer 4 relativ frei auf seiner rechten Angriffsseite. Und hat schön den Ball zugespielt bekommen, direkt auf den Schläger, Direktabnahme. Und dann in die lange Ecke, in die lange obere Ecke geschossen. Da war nicht viel zu halten für den Torwart. Sehr gut gemacht. Damit steht es 1:0 für Virtuo. Bis auf das 1:0 ist hier noch nicht viel passiert. Ja, Carlupe tut noch sein Möglichstes, will auch gleich auf den Ausgleich drängen. Eben schöner Versuch, aber der Torwart der Polen auch auf der Höhe hat gut gehalten. Ich sage hier das Spieltor durch Skojtić und die Schweizer versuchen natürlich zu kontern. Aber im Moment liegt ihnen das nicht so richtig. Oh, sehr, sehr, sehr gut gehalten gerade. Sehr gut gestürzt vom Torwart. Von Graluppe. Ich muss jetzt kurz warten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Es war ein sehr schneller Angriff der Polen. Die kamen relativ zügig auf den Torwart zu, wollten dann wieder quer spielen. Da hat sich der Torwart noch dazwischen geworfen, hat den Ball vor dem gegnerischen Spieler weiterleiten können. Der gegnerische Spieler ist dann noch leicht über den Torwart gestolpert. Aber das Tor konnte so verhindert werden, beziehungsweise die Chance auf das Tor konnte so verhindert werden. Nun wieder Graluppe im Aufbau. Ja, und soeben hat die Schweiz das Tim Aarau aus Aarau den Ausgleich geschafft. 1:1. Ja, das Team Aarau war ja gestern, was gegen die Fluger 4:0 zurücklag und doch 3:4 verloren hat. Aufgrund einer etwas schwächeren ersten Halbzeit. Ich habe gestern am Anfang gedacht, dass sie mit ihrer doch relativ
relativ konservativen Taktik aus einer sicheren Abwehr heraus zu spielen, besser sein könnten im Endeffekt, aber sind eines Besseren belehrt worden. Wie sieht denn das derzeit aus? Spielen sie wieder sicher heraus, bauen langsam auf oder? Ja, im Prinzip haben sie jetzt die ganze Zeit im Pressing gespielt, um den Rückstand auszugleichen. Ja, jetzt versuchen sie. Oh, sehr schön. Zwei Riesenmöglichkeiten für das Team aus Aarau. Durch Abwehrfehler der Schreuditzer, Fehlpässe der Schreuditzer, ja. Hier bei mir auf dem Feld gab es gerade den Ausgleich für Kralupe. Sehr schön herausgespielt, da wurde zwei, dreimal nachgeschossen quasi. Der Torwart lag dann bereits am Boden und dann hatte sich ein Kralupe-Spieler richtig frei gespielt. Stand auf der von ihm aus gesehen rechten Seite des Tores und der Torhüter lag noch auf der linken Seite, konnte frei einschießen. Sehr schön herausgespieltes Tor. Damit steht jetzt 1:1 zwischen Vercevo und Kralupe. Ja, die Schweizer ist doch offensiver. Jetzt aber eine Kontermöglichkeit für Goldig. Wurde aber abgefangen und jetzt die Schweizer wieder im Offensivspiel. Wäre schön, wenn ich mal Kamera 1 bekommen könnte, genau. Ja, die Schweizer im Moment schaffen sie es nicht über. Oh, schönes Tor. Sehr schönes Tor. Jetzt gerade das 2:1 für Vercevo. Aus vollem Lauf heraus hat der Spieler mit der Nummer 9, wenn ich das richtig gesehen habe, den Ball eiskalt in die lange Ecke geschossen, flach geschossen. Da kam der Torhüter nicht mehr rechtzeitig hin mit dem Fuß. Sehr schön herausgespielt. Noch 1:35 in der ersten Halbzeit zu spielen. Jetzt macht aber Schreuditz wieder Druck und macht auch gleich das Tor. 2:1 der Schreuditz. Wenig Chancen, aber weniger Chancen als die Schweizer, aber bessere Ausbeute. Und jetzt wieder der Versuch, schnell zu spielen, nachdem ein Freischlag der Polen, nein, der Tschechen aus Kralupe. Ja, also offensichtlich das Tor der Schreuditzer wurde offensichtlich nicht gegeben. Warum? Keine Ahnung. Ergebnis doch 1:1 nur. Ist die erste Halbzeit vorbei. Bei mir steht es 2:1 für das Team aus Polen. Es ist ein sehr offenes Spiel. Noch kristallisiert sich hier kein Sieger heraus.
als nächste Spiele haben wir dann übrigens die Halbfinalspiele. Und zwar haben wir dann Liberec United gegen die Zuger Highlands und FBC Rokycany gegen FBC Český Krumlov. Ja, bei mir hat das Spiel wieder begonnen. Ja, damit kann man auf jeden Fall auch schon mal einen kleinen Ausblick wagen. Wir werden auf jeden Fall ein tschechisches Team im Finale haben. Wir haben nämlich drei tschechische und ein Schweizer Team im Halbfinale. Und es war wieder sehr gut gehalten auf Vyacevoer Seite. Da hatte der Torwart schön die kurze Ecke dicht gemacht. Da hatte ein Spieler von Vyacevoer gerade seinen Schuh direkt hinter dem Tor. Der Kralupe. Wieso vergesse ich das, wie man das ausspricht? Kralupe. Ja. Der Tschechen. Einfach der tschechischen Mannschaft. Verloren im kleinen Zweikampf. Und ein sehr, sehr schönes Tor. Der Nummer 4 von Vyacevoer. Aus vollem Lauf heraus, er kam aus der eigenen Hälfte, aus Sicht der Polen linken Angriffsseite. Ein langer Sprint über das halbe Spielfeld und dann schön in die lange Ecke geschlenzt. Da sah der Torwart nicht ganz so gut aus. Ja, im Moment die Schweizer hier doch die offensivere Mannschaft. Spielen mehr Pressing auf das Tor von Schkeuditz, aber den Ball können sie im Moment nicht verwandeln. Schkeuditz kommt dann immer mal zu kleinen Einzelaktionen, gefährlich nach vor das Tor der Schweizer. Also hier ist alles noch offen, es steht 1:1 nach wie vor. Ja, bei mir steht es dann jetzt nach diesem Tor 3:1 für Vyacevoer. Und jetzt rollt der Express wieder in Richtung Kralupe-Tor. Aber diesmal war der Torwart auf seinem Posten und es geht schon wieder in die Richtung. Aber diesmal haben sie den Ball etwas zu weit sich vorgelegt. Jetzt fängt Kralupe an und baut langsam wieder neu auf. Sehr schön gehalten gerade. Vom Torwart aus Kralupe. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Frei vor dem Tor. Oh! Und das war kläglich vergeben. Da waren zwei Spieler der Polen völlig frei vor dem Torwart. Es war nur noch der Torwart, der hat sich ganz lang gemacht. War schon ausgespielt, aber dann hat der Spieler mit der Nummer 7 der Polen leider den Schuss am langen Pfosten vorbeigelegt.
Der Winkel ist vielleicht dann doch schon etwas zu knapp geworden gewesen. Der Winkel war dann zu knapp. So. Der Stefan macht ja Fotos von mir, wie ich mir das Spiel angucke. Ja, immerhin. Dann haben wir wenigstens den Beweis, dass du wirklich das Spiel geguckt hast. Wie heißt das so? Ich moderiere doch. Ja, du warst vorhin zwar eine ganze Weile ganz schön ruhig. Ja, es passiert nicht. Nicht die Zeit, wo du Kippen holen warst. Himmel, du hast doch ganz schön spät die Augen aufgemacht auf dem Foto. Man kann auf dem Foto sehen, wie spät Kümmel die Augen aufmacht. Oh, und da ist es 4-1. Jetzt hat es dann doch noch geklappt. Diesmal war es die Nummer 10 oder Nummer 13. Wir müssen sich nochmal umdrehen. Genau, Nummer 13, genau. So, diesmal mehr so aus dem Halbfeld heraus. Aber wieder von der linken Seite. Das scheint eine sehr starke Seite bei Vercevo zu sein. Ja, hier im Moment, wie gesagt, passiert nicht viel. Damit das 4-1, man kann es, glaube ich, schon so langsam als kleine Vorentscheidung sehen. Die Spieler aus Kralupe hatten in den letzten Minuten eher wenige Torschüsse. Aber man soll ja bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Kaum sage ich, fällt dir das 2-4. 9 Minuten zu spielen, ne? Kaum sage ich, trifft Kralupis Spieler mit der Nummer 17? Ja, der Spieler mit der Nummer 17, wenn ich das recht in Erinnerung habe, dass er das war. Ja, auch der Schiedsrichter hat jetzt nochmal nach seiner Trikotnummer geguckt. Also zumindest war er beteiligt an dem Tor. Auch ein sehr sehenswertes, auch auf ein sehr schönes Passspiel. Von der Mittellinie schön in die freie Lücke in der Mitte gespielt. Die Vercevoer hatten sich mehr auf die Außenpositionen konzentriert. Da war viel Platz und dann konnte der Spieler sehr schön das Tor, er konnte sich den Torwart förmlich ausschauen. Und jetzt macht Kralupe richtig Druck. Jetzt waren zwei sehr schöne Paraden, gerade des Vercevoer Torwarts. Da noch 7,5 Minuten zu spielen sind, ist hier noch nichts entschieden. Auch wenn ich das eben schon mal anders vermutet hatte. Sehr schöne Parade gerade des Torwarts von Kralupe. Gab es einen Freischlag in vielleicht 5 Meter Abstand zum Tor. Und direkt aufs Tor gezogen, auf den kurzen Pfosten, auf die kurze obere Ecke. Da war aber die Hand des Torwarts schneller da. Sehr gut gehalten. Und auch die auf eine Nachschusschance verhindert. Gib immer bitte die 1.
Ja, jetzt sind wir seit langem mal wieder im Angriff von Schgoldit in Richtung Schweizer Tor. Aber wie gesagt, viel zu wenig Einzelne, viel zu wenig Aktion. Die Schweizer eher im Pressing, aber geht auch so ein bisschen der Zug in Richtung Tor. Der Zug? Die kommen ja auch aus Aarau. Ja. Die Züge kommen erst danach. Und zwar bei mir auf dem Feld. Da war der Spieler von Jacobo war ganz frei. Der Ball kam auch direkt zu ihm, aber leider hat er dann seinen Stock fallen, also seinen Schläger fallen lassen. Den musste er sich natürlich erstmal wiederholen. Toll. Ayu, was war das jetzt? Ich spiele hier senkrecht. Auch nicht verkehrt. Haben wir mal die Haltung so zurechtgerückt. Hat jemand deinen Monitor gedreht oder ja, wie? Der Haju hat im 90 Grad gedreht. Ich dachte schon, jetzt fallen sie ja gleich runter vom Spielfeld oder so. Ach, das passiert nicht. Das Spielfeld echt schon. Aber du wirst jetzt nicht. Jetzt gab es ein Tor für die Schweizer. 2:1. Wie lange haben sie dafür gekämpft? Ja, da hat Schreulitz zu wenig gemacht, nach wie vor. Ja, jetzt so langsam läuft Kraluppe die Zeit davon. Wir haben jetzt noch gleich vier Minuten ja, zu spielen und es sind immer noch 2 Tore Rückstand. Ja, Schreul jetzt mit einem starken Konter jetzt. Hier oh, eine knapp die schon. Oh, jetzt kleine Diskussion hier auch auf die Zuschauer um mich herum wollen da eine Unsportlichkeit gesehen haben. Die Schiedsrichter bleiben gelassen. Da gibt es gar keine Diskussionen. Jetzt Kraluppe mit 3 Leuten gegen 3 gegen 3. Aber da war der Viacevo Abwehrspieler besser. Ja. Ja, die Schreuditzer jetzt im Zugzwang. Erstaunlicherweise der Trainer von Schgoldit heute sehr ruhig. vielleicht haben ihm die entsprechenden Schiedsrichter gedroht, dass er sonst gar nicht mehr auf der Bank sitzen darf nach der Aktion von gestern. Hast du eigentlich schon rausgekriegt, worum es ging? Nö, also alles, was ich rausbekommen habe, ist das, was du mir gesagt hast. Nämlich, dass der Schiedsrichter, dass der Trainer die Mannschaften beleidigt hätte, beziehungsweise beleidigt. Sich unsportlich verhalten hätte. So rum. Nicht beleidigt. Sehr gut gehalten. Sehr, 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 sehr gut gehalten. Vom Torwart aus Kraluppe. Ja, ich bin immer noch ein bisschen hier am Schauen, weil das Geschehen schon wieder auf der ganz anderen Seite war. Da war der. Und das ist die Entscheidung. Das möchte ich vorausnehmen. Das ist die Entscheidung. 2 Minuten vor Schluss fällt das 5:2 für Viacevo. Noch kurz zu den Chancen zuvor. Da war der Spieler völlig frei vor dem Torwart. Doch der Torwart von Kraluppe konnte den Ball vom Schläger förmlich festhalten. Und hat dann allerdings noch nach vorne abprallen lassen, beziehungsweise rollen lassen. Dann kam ein zweiter Spieler von Viacevo und hat den Ball allerdings über das Tor gehoben. Hat sich darüber noch tierisch geärgert. Kleine Ermahnung vom Schiedsrichter bekommen, weil er mit dem Schläger ein wenig... rüde umgegangen ist an der Stelle. Aber ich denke, jetzt haben sich die Gemüter auch wieder beruhigt, wenn es hier jetzt 5:2 steht. Jetzt hier ist gerade der Ausgleich gefallen. 2:2. Ja. Am Bahnsteig 4. Steht zumindest auf dem Monitor. Und da ist auch noch ein 6:2 gefallen. Jetzt ärgern sich die Spieler aus Kraluppe doch etwas mehr. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch jetzt.
Ja, es sind noch ungefähr 45 Sekunden zu spielen. Die Spielfeldbande ist umgefallen. Jetzt versucht Skolić, sich über die Zeit zu retten, dass es in die Verlängerung geht wahrscheinlich. Oder ist Penalty schießen. Bei dir steht es immer noch 1-1? Nein, 2-2. 2-2. Ja. Sag mal, habt ihr die Monitore vom Bahnhof? Ja. Weil hier steht nämlich Bahnsteig 4. Ja, das sind alte Bahnüberwachungsmonitore, die wir hier als Vorschau-Monitore benutzen. Ja, jetzt versucht Kralupi hier nochmal einen Treffer zu setzen, zu markieren. Aber da kommt die Schlusssirene. Das war ein 6-2 für Viarcevo gegen den FBC Kralupi. Das Spiel war enger als das Ergebnis jetzt ausdrückt. Es war wirklich lange Zeit nicht klar, wer gewinnt. Nach dem 4-1 dachte ich schon, es wäre das. Dann kam der zweite Treffer von Kralupi und dann waren sie ganz nah dran, auch an einem dritten Treffer.